Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil des PlayStation Tutorials. Heute geht es vor allem darum, die PlayStation zu texturieren. Bevor ich damit anfange, möchte ich allerdings gerne noch ein paar Kleinigkeiten verbessern. Dafür wählen wir hier diesen Ring aus und bei den Modifiern applyen wir den Mirror Modifier. Danach gehen wir in den Edit Mode und wählen die äußersten beiden Ringe hier aus mit dem Circle Select. So. Das muss man so mit der Hand machen. Einmal rum. Okay, und dann einfach mit S kleiner skalieren. Etwa so. Gut. Dann gibt es noch eine Sache, die mir leider noch nicht so gut gefällt, und das ist der Ständer hier. Der ist zu kurz, wenn man sich das von der Seite anguckt. Dann liegt die schon halb, wenn man die kippt, auf den Ständer stellt. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und um das zu ändern, möchte ich gern den Ständer nochmal in die PlayStation reinschieben. Das geht leider nur per Hand, aber das macht nichts. Wählen wir den Ständer aus und dann mit GX in diese Führungsschiene, dann mit GZ ein Stück nach oben und dann mit 1 in die Seitenansicht und rotieren auf Y, bis sie da drin verschwindet. Gut, dann noch ein Stück nach oben. Nochmal überprüfen in der Seitenansicht. Gut, passt. Jetzt wählen wir zusätzlich zu dem Ständer noch diesen Hinterbau von der PlayStation aus und drücken STRG J, um die beiden zu einem Objekt hinzuzufügen. Gut, dann gehen wir in den Edit Mode und auf STRG 3 in die hintere Ansicht, markieren hier diesen ganzen Bereich und einfach mit SZ größer ziehen. Etwa so, vielleicht noch ein Stück hier nach oben und noch weiter nach unten, SZ. Okay, etwa so. Und jetzt mit L markieren wir den Ständer und diese Führungsstange. Na, nur den Ständer. So. Und drücken P, um die zu einem einzelnen Objekt zu machen. Dann gehen wir nochmal in dieses Hinterobjekt rein mit STRG 3. Und dann würde ich gern versuchen, diesen Punkt weiter runter zu schieben. So. Einfach ein Stück weiter runter. Dann hier ein Stück mit Y raus. So. Dann die beiden Punkte wählen. Und das einfach auf Y zur Seite schieben. So. Okay. Dann schieben wir den Ständer jetzt einfach wieder in diese Einhakmöglichkeit. GZ. Ach, nur den Ständer. GZ. Dann gehen wir in den Edit Mode, wählen uns mit L die Führungsstange aus hier. Drücken Shift S, Cursor to Selected, damit der 3D-Cursor hier in der Mitte dieser Stange ist. Dann gehen wir im Object Mode of Origin to 3D-Cursor, damit diese Achse innerhalb des Mittelpunktes dieser Stange liegt. Gut, jetzt verschieben wir den wieder an die richtige Stelle. GZ. So, dann GX. Noch ein Stück nach oben. So, und dann in der Seitenansicht 1 auf Y rotieren. Gut, damit bin ich jetzt zufrieden und es kann weitergehen. Die Origins der Objekte müssten jetzt an eine Stelle gebracht werden, damit die ganze PlayStation an einem Punkt rotiert und bewegt werden kann und auch skaliert werden könnte, wenn sie zu groß ist. Und das ist jetzt das nächste, was zu tun ist. Und zwar müssen wir jetzt den Punkt, wo denn der Origin für alle Objekte vereint wird,
erstmal angeben, und zwar mit dem 3D-Cursor. Und zwar soll dieser Punkt auf dieser Platte an dieser Stelle sein. Und nur an dieser Stelle. Und dann drücken wir jetzt Shift-S und Cursor to Selected. Und dann bei Origin auf Origin to 3D-Cursor. Und das muss jetzt mit jedem Objekt an der PlayStation passieren. So. Origin to 3D-Cursor. Hier hinten auch. Und wenn wir das haben, können wir jetzt die PlayStation an dieser Achse rotieren. Und das machen wir auch, weil wir ja die PlayStation auf diesen Ständer stellen wollen. So. Gut, etwa so. Jetzt sehen wir hier, die PlayStation steht jetzt ungefähr auf dieser Linie und der Ständer ragt aber ein Stückchen rein. Das ist natürlich nicht so toll. Deshalb gehen wir einfach in den Ständer und ziehen das hier oben ein Stückchen nach oben. Und dann sieht der Ständer halt so aus. Das macht ja nichts weiter, weil wenn der in der PlayStation wäre, dann würde der eh da drin verschwinden. Gut. Dann geht's jetzt mit einem Hintergrund weiter. Dafür fügen wir ein neues Objekt hinzu mit Shift A und dann auf Cube. Und dann fügen wir einen Modifier hinzu, und zwar den Subdivision Surface Modifier, den wir auch schon kennen, auf Stufe 2. Den skalieren wir dann größer, um einiges größer, noch einen Tick. Dann gehen wir in den Edit Mode, löschen diese beiden Punkte, X Vertices, und haben jetzt hier so eine Fläche. Da das jetzt die Innenflächen sind, müssen wir die Flächen umdrehen, beziehungsweise die Flächen normalen. Dafür gehen wir in den Edit Mode, wählen uns die und drücken STRG N. Und dann auf Inside. Jetzt sind die umgedreht und zeigen jetzt zu uns, also so wie wir es brauchen. Gut, dann passen wir uns das Ganze noch ein bisschen an. Einmal hier mit STRG R ein Loopcut hin und hier mit STRG R auch ein Loopcut hin. Dann ist das Ganze ein bisschen, ja, ist hier, das ein bisschen, hat einen schöneren Knick, so. Das können wir dann im Object Mode einmal mit Smooth Shading ein bisschen schöner machen, so. Dann schieben wir das Ganze wie einen Boden hier unter die PlayStation. Das können wir allerdings im Edit Mode machen. GZ und dann an die richtige Stelle, bisschen näher ranzoomen. Noch ein Stückchen GZ. Etwa so. Gut. Alles klar, dann noch ein Stückchen auf Y skalieren, so. Gut. Jetzt geht's los mit den Materialien. Als erstes verteilen wir jetzt ein Material auf diesen Hintergrund. Und zwar gehen wir hier jetzt bei den Property-Einstellungen auf Materials und dann auf New. Dann haben wir hier ein Material, das nennen wir dann Hintergrund und können dem jetzt verschiedene Werte zuordnen. Hier beim Surface können wir verschiedene Shader auswählen. Wählen wir jetzt in diesem Fall einen Glossy Shader, und zwar aus dem Grund, dass Glossy soll jetzt ein bisschen spiegeln, allerdings nicht 100%. Bei der Roughness stellt man jetzt die Stärke des Spiegelns ein. Auf 0 wäre es zu 100% und auf 1 würde es gar nicht mehr spiegeln. Und ich möchte gerne so .25, so soll nicht hundertprozentig spiegeln, aber schon so ein bisschen. Und dann stellt man hier auch die Farbe ein. Und die Farbe darf so .75, das ist so ein helles Grau. Das ist in diesem Fall ganz gut. Dann als nächstes die World-Einstellung. Da haben wir dann hier im Surface den Background. Und auch bei der Color können wir wieder eine Einstellung treffen, und zwar soll es relativ hell sein. Der Background, die World-Einstellung dient gleichzeitig neben der Farbe auch mit als Lampe, und aus dem Grund ist es sinnvoll, das relativ hell zu stellen, wenn man das als Lampe nutzen möchte, und dann auch die Strength, also die Stärke, auf 1 zu stellen. Gut, also auf .875 schlage ich da jetzt vor in diesem Fall. Gut. Dann geht's weiter mit der PlayStation.
mit dieser Glasscheibe. Also auf Materials, plus New und das nennen wir Glas. Glas und dann gibt es hier bei den, beim Surface, beim Shader einen Glas-Shader praktischerweise. Der hat hier einen IOR-Wert, der ist standardmäßig jetzt auf 1.45. Können wir auch so lassen erstmal. Und die Farbe können wir hier auf ja, fast ganz hell stellen, so auf 0.9. Also 90% sozusagen. Das müsste ganz gut aussehen. Gut, dann kommt als nächstes das Laufwerk, dieses Blu-ray-Laufwerk dran. Also New und das nennen wir dann Laufwerk unterstrich schwarz. Okay. Und das ist jetzt auf dem ganzen Objekt. Allerdings ist das im Moment noch weiß. Das soll ja schwarz werden, haben wir eben so bezeichnet. Allerdings möchte ich jetzt hier eine neue Sache zeigen, und zwar das Mischen von zwei verschiedenen Shadern. Und zwar gehen wir dafür in den Node Editor, drücken mit N dieses Seitenmenü weg und sehen dann hier den Diffuse Shader, genau wie hier, die gleichen Einstellungen. Und hier den Material Output, der muss da sein, weil sonst ist kein Material da, ist da nicht, wird nicht ausgegeben. Und jetzt wollen wir allerdings auch noch einen zweiten Shader haben und den fügen wir wie gehabt, wie in der anderen Szene, beziehungsweise wie im 3D-View mit Shift-A hinzu und dann auf Shader und auf Glossy. Und zwar soll dieses schwarze Material jetzt auch ein wenig ja, spiegeln, so ein bisschen glänzen, so ein bisschen wie Plastik aussehen. Und dann fügen wir noch einen Mix-Shader. Mix sagt schon das, was er tut. Er mixt zwei Shader. Und zwar gibt es hier noch einen Faktor, eine Faktoreinstellung, die ist jetzt auf 0.5, also 50% von beiden zusammen. Okay, dann stellen wir hier auf ganz schwarz und hier auf fast ganz schwarz, 0.05 und die Roughness auf 0.75. Also ziemlich doll spiegelnd. Jetzt fällt vielleicht auf, dass man hier noch gar nichts sieht. Das liegt zum einen daran, dass wir zwar im Texture-Modus sind, aber dass wir dem Viewport noch keine Farbe oder die Viewport-Color noch nicht verändert haben. Das können wir hier tun an der Seite, indem wir auf diesen Stift klicken und dann jetzt entweder hier oder hier eine Mischfarbe haben wir jetzt hier nicht. Also wählen wir mal diese hier und dann sehen wir hier eine Farbe. Allerdings sieht so das gerenderte Ergebnis noch nicht aus. Das sehen wir entweder erst, wenn wir F12 drücken oder auf Render klicken und ein Renderergebnis rendern. Oder hier unten in diesen Einstellungen, den Viewport Shading Einstellungen, könnte man auf Render klicken. Das empfiehlt sich, wenn man eine schnelle Grafikkarte hat. Dann kann man das recht gut benutzen, diesen Modus. Wenn man das Ganze hier mit dem CPU rendert, dann ist das sehr mühsam, dauert sehr lange und hilft eigentlich kaum weiter. Dann geht es fast genauso schnell, einfach ein Render-Zwischenergebnis zu machen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr diese Einstellung hier aktiviert, dann guckt euch mein Einstellungsvideo, also erste Einstellungen-Video an. Gut, dann geht's jetzt weiter. Nicht das ganze CD-Deck soll schwarz sein, sondern es soll auch ein paar Stellen geben, die silbern sind. Und dafür gehen wir jetzt wieder hier zu den Materialeinstellungen, fügen ein neues Material hinzu und wählen dann Laufwerk schwarz aus, klicken dann auf 2, um es einzeln zu machen und geben statt schwarz einfach mal Silber ein. Und jetzt haben wir hier zwei verschiedene Materialien, allerdings haben beide noch dieselben Einstellungen. Die können wir jetzt allerdings vom zweiten hier verändern. Zum Beispiel stellen wir hier einfach auf 0.25 und hier bei der Color können wir das auf
2, 5 Stellen, boah, vielleicht sogar auf 500 und hier auf 2, 5 vielleicht. So. Gut. Und jetzt fällt auf, es hat sich nichts verändert. Einmal ist noch diese Möglichkeit. Es verändert sich trotzdem noch nichts. Das liegt daran, dass wir das Material noch keinen Faces hinzugefügt haben. Das machen wir im Edit Mode. Und zwar möchte ich hier gerne eine ganz kleine Fläche dieser Farbe ja, hinzufügen. Und dafür fügen wir hier einen neuen Loop Cut ein, wählen dann die beiden Loop Cuts aus und drücken dann auf Assign. Und jetzt sehen wir, dass sich hier die Farbe geändert hat. Und das ist auch gut so. Und das ist nicht alles. Ich möchte auch gerne hier diese Mittelfläche auch silber haben. Dafür wählen wir diesen mittleren Punkt aus und drücken dann mit Steuerung plus ein paar Mal, bis wir alle Faces haben, die sein sollen. Und das sind diese ganzen. Also sowohl diese mittlere Fläche als auch dieses, was hier so ein Stückchen reingeht. Okay, dann drücken wir wieder Assign. Und jetzt sehen wir, dass die Farbe auch noch über die markierten Vertices hinausgeht. Das möchte ich nicht. Dafür gibt es eine Möglichkeit, das zu verändern. Und zwar wählen wir den äußersten Loop Cut und drücken dann Shift-E und ziehen dann mit der Maus, bis uns das gefällt. So. Die Funktion gibt es alternativ auch im Endmenü, aber nur im Edit Mode, und das nennt sich hier dieser Mean Crease Wert. Das ist so ähnlich wie ein Loop Cut, der schärft die Vertices oder schärft den Subdivision Surface Modifier. Okay. Damit ist das jetzt geschafft. Den Punkt können wir auch mit dem Laufwerk Silbermaterial bestücken. Okay, dann geht's jetzt zu den Objekten im hinteren Teil oder hinter der PlayStation. Einmal den Ständer, ein neues Objekt, das nennen wir Ständer. Und zwar kann das ruhig diffus bleiben. Und das kriegt die Farbe Punkt 0, Punkt 1, also relativ dunkelgrau, auch im Viewport, damit wir hier was sehen. Gut, dann diese hintere Fläche kann ebenfalls mit CD-Laufwerk schwarz belegt werden. Und dieser Riffelring, für den habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Das ist allerdings ein bisschen aufwendiger und werde ich deshalb nicht in Lifetime zeigen, aber ein paar Teile werde ich also exemplarisch zeigen. Das könnt ihr dann für euch machen. Gut, auf dem ist jetzt noch kein Objekt drauf, kein Material drauf, meine ich. Und trotzdem sieht er so ein bisschen komisch aus, bläulich. Und das liegt daran, dass die Normals verkehrt herum sind. Dafür wählen wir uns den einmal, drücken Steuerung N. Und jetzt sieht das Ganze anders aus. Allerdings nur von einer Seite. Sind die Normals nämlich genau andersrum gedreht. Aber das macht nichts, denn wir wollen ihn von dieser Seite sehen. Zumindest vorerst. Gut, jetzt gehen wir in den Edit Mode. Beziehungsweise vorher können wir einmal eine Grundfarbe drauflegen. Und zwar können wir hier ebenfalls Laufwerk Schwarz benutzen. Jetzt möchte ich allerdings die Zwischenräume, also die nicht rausextrudierten Flächen, durchsichtig haben. Dafür füge ich erstmal ein neues Objekt hinzu. Und zwar nenne ich das Transparenz. Transparenz. Ja, also, das wird, glaube ich, nicht mit Z geschrieben, sondern mit S. Transparenz. So. Gut, und dann können wir hier auch auf Transparent. Oh, von mir aus auch das. Okay. Wobei das ja jetzt eher Englisch ist. Und die Farbe kann hier
Ja, Punkt 9. Das ist ja dann eh transparent. Okay. Und jetzt ist allerdings hier noch nichts transparent. Schön wäre es, wenn Blender wüsste, was ich denke und das dann einfach ausführt. Das ist aber so nicht möglich. Und jetzt muss ich manuell alle Faces markieren, die ich so haben möchte. Das dauert einen Moment und deshalb spule ich jetzt vor. So, dann drücken wir auf Assign und dann haben wir alles bis auf die herausguckenden Dinger transparent. Dann können wir mit geteilt wieder zurück in den Modus, wo alles sichtbar ist. Okay, und jetzt gibt es glaube ich noch ein Problem. Wenn wir da jetzt durchgucken, dann gucken wir in die Hubble rein und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Man sieht die PlayStation E dann nur von außen und ich möchte eigentlich, dass man die Hubble sieht und dann durch das Transparente hindurchguckt. Und deshalb möchte ich gerne einmal hier auf Origin Geometry. Jetzt können wir den Kreis oder diesen Riffel hier um 180 Grad auf der Y-Achse drehen und dann ist es genau andersrum und jetzt gucken wir von hier drauf und dann passt das auch vorhin mit der Einstellung mit den Normals. Gut, dann haben wir soweit bei der PlayStation alles eingestellt. Jetzt fehlt noch der Controller. Und dafür müssen wir dasselbe machen, was wir vorhin auch bei der PlayStation gemacht haben. Und zwar alle Origins an einen einzigen Punkt bringen. Und das ist auch das, was wir als nächstes jetzt erstmal tun. Und zwar wählen wir uns hier den Punkt von der Glasfläche aus. Selected, Cursor to Selected, so. Und dann Origin to die Cursor, da war ja eh schon. Und das jetzt auch bei allen anderen Objekten. Der Mirror Modifier muss allerdings applied sein. Gut. Und hier auch. Origin to the Cursor. Und jetzt bei diesen Dingern auch. Applyen wir. Den applyen wir auch. Dann können wir die zu einem Objekt hinzufügen mit Steuerung J. Und dann Origin to the Cursor. Gut, hier sind die Mirror Modifier schon applied. Dann können wir die jetzt zu einem Objekt hinzufügen und dann Origin to für die Cursor. Gut, das können wir jetzt bei diesen auch machen. Genau, also wählen wir die alle aus. Steuerung J. Jetzt ist hier ein Normalfehler. Den können wir einmal schnell beheben. Steuerung N, so. Gut, und Origin to 3D Cursor. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Jetzt können wir in der vorderen Ansicht von dem Controller, also mit 1 und mit dem Circle Select Mode, das ganze Teil auswählen. Dann noch einmal mit Shift und Rechtsklick die Glasplatte markieren. Dann ist die hell markiert, also das letzte Objekt ist immer hell markiert. Und dann Steuerung G. Eine neue Gruppe machen. Die können wir dann hier auch benennen. Controller nenne ich die jetzt. Und jetzt können wir den Controller als Ganzes bewegen, obwohl es immer noch unterschiedliche, also mehrere Objekte sind. Und den können wir dann größer machen und rotieren. Und das ist sehr hilfreich gleich bei der Ausrichtung.